Willkommen zu einem neuen Politikvideo. Heute geht es um das Thema Organspende. Denn unser Gesundheitsminister Jens Spahn hat vorgeschlagen, dass jeder Bürger in Deutschland als Organspender gilt. Man kann es widersprechen, indem man Formulare ausfüllt und sich ausdrücklich dagegen spricht, gegen Organspende. Und jeder, der sich nicht dagegen ausspricht, gegen Organspende, gilt als Organspender. Dafür gibt es Pro und Contra. Und ich würde gerne mal die Pro und Kontras von Organspende mal sagen. Was für mich definitiv Pro ist, man rettet ein Menschenleben. Punkt. Dafür hat sich dann eigentlich schon die Diskussion erledigt. Man kann nämlich dadurch ein Menschenleben retten. Und was auf Kontraseite ist, es gibt einige, die sagen, also Organspende wird wohl ohne Narkose gemacht und der Körper kann was davon mitkriegen. Wohl. Da fordere ich auch Riesenschiss, dass der Körper noch irgendwas davon mitkriegt. Dass ich davon noch irgendwas mitkriege, denn für Organspende muss man hirntot sein. Denn wenn man komplett tot ist, kann man seine Organe nicht mehr spenden. Und während man hirntot ist, könnte man sogar noch wiederbelebt werden. Ja. Dann, was auch einige schreiben, Angst. Jegliche Angst. Zum Beispiel Angst vor der Operation, dass bei der Operation was, also bei der Entnahme etwas schief geht. Und Angst, dass halt andere Menschen mit den Organen, seinen eigenen Organen weiterleben. Da muss ich sagen, eben finde ich es klasse, dass die andere Menschen mit meinen eigenen Organen weiterleben können. Denn nach dem Tod brauche ich ja meine Organe nicht mehr. Die verrotten. Ein natürlicher Prozess. So und so kriegen die Organe nochmal einen Nutzen. Also ich finde es irgendwie klasse. Zum Beispiel, wenn ich irgendwas mit den Augen, dass man was von den Augen halt nimmt und da jemand anderes dann dadurch besser sehen kann. Finde ich irgendwie richtig klasse. Und dann, was auch sehr oft stand, meine Organe, ja, und sonst niemand anderes soll die kriegen. Das finde ich tatsächlich ein bisschen egoistisch. Denn nach dem Tod brauche ich meine Organe nicht mehr. Wie gesagt, man braucht die nicht mehr. Sind sinnlos nach dem Tod, meine Organe. Und so kriegen die so gesehen nochmal einen weiten Nutzen. Also ich bin definitiv für Organspende. Jeder soll selbst entscheiden, ob er es machen will. Ja. Schreibt gerne mal eure Meinung zu Organspende in den Kommentaren, ob ihr für oder gegen Organspende seid. Würde mich irgendwie gerne interessieren. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald. Tschüss.